Hast du dich schon mal gefragt, wie es ist, auf einer Reise oder einem Kurztrip nur manuell zu fotografieren, also keinen Autofokus zu haben? Denn genau das probiere ich auf diesem Trip hier aus. Und zwar habe ich meine Sony A6600 mit meinem 12mm Samyang und meinem TT Artisan 25mm 2.0 mitgenommen. Das Besondere an diesen beiden Objektiven, sie sind beide voll manuell. Somit stelle ich Fokus und Blende rein manuell ein und bin echt gespannt, was für Herausforderungen bei diesem Trip auf mich warten werden. Wir sind hier in Norden-Norddeich und in dieser ganzen Region. Hinter mir sieht man schon den bekannten Pilsumer Leuchtturm. Außerdem werden wir noch an vielen anderen Orten hier in der Region fotografieren. Ob ich an dieser Challenge scheitern werde oder ob diese Herausforderung mich als Fotograf sogar wachsen lässt und was das für Vorteile auch für dich haben kann, das werden wir alles in diesem Video herausfinden. Also bleib auf jeden Fall dran. So, ich bin jetzt am Leuchtturm und der Plan war jetzt eigentlich folgender. Da es heute richtig mieses Wetter ist und ordentlich schüttet, hatte ich die Idee, bei blauer Stunde den Regen als Partikel durch den Lichtkegel, also das Leuchtfeuer des Turms, sichtbar zu machen. Wie ihr jetzt aber unschwer erkennen könnt, ist da kein Leuchtfeuer. Das heißt, ich muss jetzt nochmal improvisieren bzw. nochmal wann anders wiederkommen. Ich denke, ich werde jetzt einfach nochmal ein schönes Foto bei blauer Stunde vor dem Turm machen. Und dann war es das auch für heute. So, es hat kurz aufgehört zu regnen und jetzt kommt die Improvisation. Wir haben hier so eine kleine Pfütze und ich werde jetzt versuchen, den Leuchtturm mit der Spiegelung von der Pfütze zu fotografieren. So, ich habe jetzt hier das Stativ aufgebaut, weil durch den Wind das Wasser in Bewegung gerät und wir dadurch keine cleane Spiegelung kriegen. Außerdem kann ich so die Blende noch ein bisschen weiter schließen und mit der Verschlusszeit weiter runtergehen, wodurch wir ein schärferes Bild erhalten sollen. Durch das manuelle Schärfeziehen ist mir schon aufgefallen, konzentriert man sich viel mehr bei der Bildgestaltung und macht viel weniger Fotos und arbeitet länger auf ein Foto hin, weil man eh schon diesen extra Weg gehen muss durch das Schärfeziehen und dann will man auch alles andere perfekt machen. Einerseits dauert es ein bisschen länger, aber andererseits macht man, glaube ich, dadurch bessere Bilder. So, das Foto ist im Kasten. Es ist ein bisschen anders geworden, als ich gedacht hätte. Also es ist jetzt nicht so eine super scharfe Spiegelung. Durch die Langzeitbelichtung hat sie jetzt allerdings so einen weichlichen Saum bekommen. Und das finde ich, glaube ich, schon schöner als diese scharfen Wellenbewegungen durch den Wind. Ich denke, jetzt bauen wir ab und fahren ganz schnell wieder zurück. Und dann geht's morgen weiter. Wir sind heute auf Norderney unterwegs und sind gerade angekommen und ich habe direkt hier ein ganz interessantes Motiv entdeckt. Wir sind hier an der Weißen Düne, nennt sich das, und ich habe hier so ein kleines Bushaltestellenhäuschen entdeckt. Durch dieses Fenster hat man nämlich ein schönes Frame auf die Düne und den Leuchtturm da hinten. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann. Und wir werden das Ganze jetzt mal hier schön framen. Wir sind, wie gesagt, hier heute auf Norderney unterwegs und ich bin echt ein bisschen geflasht. Ich war hier noch nie und habe mich auch nicht so viel informiert. Und es gibt hier wirklich eine unfassbar schöne Dünenlandschaft. Auch wenn das Wetter nicht unbedingt auf unserer Seite ist. Wir haben immer so Wind, dann kurz Regen und dann geht es wieder kurz. Da kann durch den Wind aber ganz schnell neuer Regen kommen. Wir machen auf jeden Fall das Beste draus und es hat auf jeden Fall auch was Schönes, weil wir so eine tolle Zeichnung in den Wolken haben. Okay, nun aber mal zu der Challenge manuell fotografieren. Was ist mir bisher aufgefallen? Also mir ist ja einerseits auf jeden Fall aufgefallen, dass ich weniger Fotos mache. Mir ist aber auch aufgefallen, dass ich viel abgeblendeter fotografiere. Natürlich, logischerweise, weil man so leichter den Schärfepunkt trifft. Und gerade in der Streetfotografie ist das sonst echt eine Herausforderung. Ich finde das Ganze allerdings sehr spannend, da ich so auf jeden Fall mal gezwungen werde, nicht viel mit Offenblenden zu fotografieren. Und gerade wenn man halt die Offenblende hat, dann wird man ja gerade mit Autofokus dann doch schnell verleitet, die Blende immer aufzureißen. Und ich muss sagen, gerade so in letzter Zeit habe ich mich auch echt ein bisschen satt gesehen an diesem Unschärfe-Look. Gerade jetzt, wo auch jedes Handy die ganze Zeit Tiefenunschärfe produzieren kann und langsam auch wirklich gut produzieren kann, sieht man es halt überall. Und immer wenn man irgendwas zu viel sieht, wird es halt langweilig. Deswegen bin ich mal gespannt, was ich am Ende zu diesen Bildern sagen werde. Okay, der Baum sieht auf jeden Fall ganz schön spannend aus. Gerade noch mit den wehenden Gräsern am Boden und diesen krassen ziehenden Wolken. Schauen wir mal, ob wir von hier unten ein spannendes Foto erreichen können.
Okay, ich glaube, das kommt in Schwarz-Weiß echt ganz cool. So, ich bin jetzt mal hier in diesen kleinen Reitweg reingegangen. Und hier kriegen wir vielleicht noch mal ein bisschen besseres Framing auf unser Motiv. Ich nehme jetzt diese Düne mit in Anschnitt, in der Hoffnung, dass die sozusagen ein bisschen noch mal eine Linie und eine weitere Ebene mit ins Bild reinnimmt und das Ganze so ein bisschen framed von der einen Seite. Hier haben wir den Weg, der ist eigentlich auch so ein recht schönes minimalistisches Foto. Wir haben jetzt da hinten den Leuchtturm und jetzt haben wir hier diesen schönen kleinen Pfad, der von hier vorne, vom Bildanfang, bis hinten zum Leuchtturm führt oder es zumindest so eine führende Linie ergibt. Und das werden wir jetzt mal fotografieren und dafür wähle ich auf jeden Fall das Querformat. Hättet ihr bei dem Foto irgendwas anders gemacht? Falls ja, dann schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare und dann können wir ein bisschen diskutieren. Okay, so langsam reicht es mit den Leuchtturmfotos, ich weiß. Aber jetzt habe ich hier noch eine schöne Perspektive gefunden, die werden wir jetzt auf jeden Fall noch mitnehmen. Und zwar haben wir hier wirklich diesen Sandweg mit dem grünen Gras an den Seiten und perfekt zentriert den Leuchtturm hinten in der Tiefe. Und hier werde ich die Blende jetzt mal aufmachen, weil ich glaube, es könnte ganz cool sein, wenn dieser Vordergrund, wenn ich da auch noch nah dran bin und der so ein bisschen unscharf ist. So, wir gehen jetzt erstmal auf Blende 2.8 und probieren es mal damit aus. So, endlich mal kein Leuchtturm mehr. Ich habe gerade schon ein Foto gemacht mit dem Weg im Vordergrund, der so ein bisschen dahin führt. Und jetzt versuche ich nochmal den Baum so ein bisschen freizustellen. Und vielleicht mache ich eine ganz interessante Komposition, wo ich wirklich viel Himmel zeige. Mal gucken. Wir sind jetzt nochmal an den Strand gewandert und was direkt auffällt, ist hier eine ganz andere Landschaft. Ich bin total geflasht. Da werden wir jetzt gleich auf jeden Fall hier hinter mir noch ein paar Fotos machen, denn hier ist so ein Spielplatz, der wirklich so wirkt, als wäre er im Nirgendwo, weil hier im Hintergrund einfach nur unendliche Weiten sind. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich wollte jetzt aber allerdings nochmal ein, zwei Worte über dieses Objektiv verlieren, mit dem ich hier auf dem Trip größtenteils fotografiere. Denn das ist das TT Artisan 25mm 2.0. Und erstmal kurz vorweg, das hier ist keine Werbung, das ist kein gesponsertes Video, sondern das ist wirklich einfach nur meine persönliche Meinung zu diesem Objektiv. Denn ich bin echt geflasht, dieses Objektiv hat nämlich nur 69 Euro gekostet und braucht sich hinter meinen anderen guten Linsen überhaupt nicht verstecken. Denn was bei diesem Objektiv wirklich der Fall ist, es ist sehr scharf und es hat auch kaum chromatische Aberrationen oder ähnliche Probleme. Perfekt ist natürlich auch nicht, es hat sehr, sehr unscharfe Ränder, aber das wirklich nur ganz am Rand, da wo man wirklich nichts mehr positioniert. Und somit finde ich das gar nicht so schlimm, weil es so eher ein bisschen zum Bildcharakter hinzuträgt. Und außerdem hat es auch eine recht starke Verzeichnung, das stört mich hier und weg, aber ist auf jeden Fall zu verzeihen, gerade bei dem Preis. Also 69 Euro, das ist einfach wirklich irre. Und ich habe mir das Objektiv halt vor allem ausgewählt, weil es so kompakt ist und weil es trotzdem eine recht starke Offenblende hat und auf Vollformat gerechnet, also auf Kleinbild gerechnet, ungefähr 35 mm ergibt. Und ich aktuell einfach wirklich sehr, sehr gerne mit dieser Brennweite fotografiere. So viel nun nochmal kurz zu diesem Exkurs. Wie gesagt, überhaupt keine Werbung, nicht gesponsert, einfach wirklich meine persönliche Meinung. Und ich wollte einfach euch einfach diese kleine Empfehlung mitgeben, weil 69 Euro für so ein cooles Objektiv, das ist wirklich toll. So, genug über das Technikgelaber, jetzt geht's nochmal ins Fotografieren. Also ich muss einfach sagen, für jeden Fotografen, der minimalistische Motive mag, ist das hier wirklich das Paradies. Du hast einfach ebenerdige Fläche, total lange nichts und dann ganz vereinzelt irgendwie Motive, ob es irgendeine Fahne ist oder hier irgendein alter Stamm, der warum auch immer da steht. Du kannst hier wirklich richtig, richtig tolle Fotos machen, wenn das dein Stil ist. Also ich lieb's. Okay, dreimal dürft ihr raten, wo ich jetzt hinlaufe. Dahin. Wir warten noch kurz, bis die Menschen weggelaufen sind. Und dann werden wir das hier schön in Szene setzen. So langsam leert sich da der Punkt. Ich glaube, wir nehmen richtig viel Boden mit in den Anschnitt. So haben wir diese schönen Züge von dem Sand auf dem Boden auf jeden Fall mit dem Foto.
Jetzt werde ich nochmal versuchen, das Volleyballfeld mit dem Rettungsturm in Kontext zu setzen. Okay, wir sind ein paar Meter gegangen und jetzt haben wir hier wirklich so zwei Spuren, ich glaube von dem Quad, was da lang gefahren ist. Und die Spuren führen uns nirgendwo. Das versuchen wir jetzt mal zu fotografieren. Jetzt haben wir da vorne noch so eine Fahne und immer noch diesen krassen Sand, der von der Seite da reinzieht. Und jetzt langsam klart auch ein bisschen der Himmel auf. Und da versuchen wir jetzt auch noch mal natürlich ein minimalistisches Foto zu machen. Das war's auch schon wieder von diesem kleinen Kurztrip an der Nordsee und der Challenge, wirklich nur manuell zu fotografieren. Und ich muss sagen, ich konnte echt einiges mitnehmen bei dieser Challenge. Hat mich wirklich so ein bisschen mal aus der Komfortzone rausgeholt. Und jetzt kommt auf jeden Fall nochmal kurz mein Fazit. Ich muss sagen, gerade in der Street-Fotografie wird man echt herausgefordert, da wirklich zum Beispiel ein scharfes Bild zu erreichen. Und ich muss sagen, immer wenn ich Streetfotos gemacht habe, war ich wirklich auf Blende 8. Also offenblendig habe ich da eigentlich gar nichts gemacht. Einfach aus dem Grund, dass man wirklich noch so ein scharfes Bild erreichen kann. Auch wenn der Fokus nicht ganz perfekt sitzt. Ich habe mir jetzt schon ein paar Bilder davon angeschaut und ich muss sagen, das ist einfach ein anderer Look. Denn wenn man einen guten Autofokus und die offene Blende hat, dann neigt man oft dazu, die Blende auch aufzumachen, auch wenn es gestalterisch in dem Moment gar keinen Sinn ergibt. Und so muss ich sagen, das ist wirklich ein anderer Look. Ein bisschen organischer, dadurch, dass die Schärfe halt nicht immer ganz perfekt sitzt. Und ich finde es auf jeden Fall spannend. Und ich glaube, so kann man auf jeden Fall gerade, wenn man sich so ein bisschen festgefahren und inspirationslos fühlt, mal mit neuen Arten der Fotografie rumexperimentieren. Jetzt aber zu so Landschaftsfotos oder Stillfotos, wo sich nicht viel bewegt und man die Zeit hat, sein Bild in Ruhe einzurichten. Und ich muss sagen, das ist wirklich die Stärke der manuellen Fotografie. Dadurch, dass man sich die Zeit nehmen muss, erstmal den Fokuspunkt zu checken und so weiter und so fort, nimmt man sich auch mehr Zeit, sich tiefer mit dem Bild und der Kadrierung, dem Bildausschnitt und allem in dem Bild, auch dem Motiv, zu beschäftigen. Und da denke ich wirklich, dass man da bessere Fotos macht, dadurch, dass man gezwungen ist, sich mehr damit zu beschäftigen. Okay, jetzt dazu, wie kannst du das Ganze nutzen? Also klar, du könntest natürlich den Autofokus bei deinem Objektiv ausstellen und losziehen. Wenn ich das jedoch machen würde, glaube ich, würde ich cheaten und dann doch den Autofokus anmachen oder ich hätte das Gefühl, dass ich mich selbst betrügen würde, denn ich hätte ja die Möglichkeit. Deswegen empfehle ich, kauf dir ein rein manuelles Objektiv. Das muss überhaupt nicht teuer sein. Wie gesagt, dieses TTA-Design-Objektiv hier hat 69 Euro gekostet und leistet wirklich hervorragende Bildqualität für diesen Preis. Aber es gibt auch ganz viele Vintage-Objektive, da einfach mal auf eBay Kleinanzeigen oder so schauen. Die gibt es sogar schon im unteren zweistelligen Bereich. Jetzt interessiert mich noch, was hältst du von der Challenge? Glaubst du, sie ist hilfreich und kann dich als Fotografen wachsen lassen? Oder denkst du, man stellt sich eher selber ein Bein und schränkt sich unnötig ein? Das würde ich noch gern von euch wissen, also schreibt das gern mal unten in die Kommentare. Ansonsten, falls du es noch nicht gemacht hast, schau dir unbedingt noch mal meine Teneriffa-Reise an. Da bin ich nämlich nur mit einem 35mm Objektiv durch Teneriffa gezogen und habe geschaut, ob es reicht, mit einer Festbrennweite in der Reise zu fotografieren. Ansonsten wünsche ich dir noch ganz viel Spaß beim Fotografieren und beim Knipsen.